Zum Afternoon Tea in Colchester sind König Charles III. Und Ehefrau Queen Consort Camilla geladen. Herzlich wird das Paar empfangen. Kein Wunder, in Colchester, nordöstlich von London, sind nicht alle Tage Royals zu Gast. Überlässt Camilla ihrem Gatten beim Empfang die Bühne, stiehlt sie ihm wenig später aber bereits die Show. Ein Gefühl, das der König, wie wir ihn kennen, natürlich nicht ganz so mag. Aber was sollen wir sagen, Camilla ist in ihrem weißen Mantel mit Hut einfach eine besondere Erscheinung. Außerdem ist ihr Look auch eine kleine Hommage an ihre Schwiegertochter Prinzessin Kate. Denn Camilla entscheidet sich bei ihrem Auftritt für schwarze Handschuhe. Accessoires, die zuletzt bei der Prinzessin für viele Diskussionen gesorgt haben. Unter anderem bei ihrem Auftritt bei den BAFTA Awards in London und einer Gedenkparade in Windsor. Scheint, als hätten die britischen Royal-Damen einen neuen Lieblingslook entdeckt. Weiße Kleidung und schwarze Handschuhe.